wir am PGH sind ja zuerst mal dazu da, eine kleine Oase der Erholung zu schaffen, ein bisschen Lichteinlass zu schaffen. Und aus der Perspektive sehe ich eigentlich fürs PGH jetzt erstmal nur Nachteile. Es ist so viel Licht und es macht das PGH irgendwie gemütlicher und natürlicher. Und ich finde es immer schön, wenn man sich kurz raussetzen kann und hier ein bisschen rumflitzen kann. Das finde ich macht mir immer viel Spaß. Was war das? Okay, mach. Es wäre ein ziemlicher Einbruch, wenn wir diesen Innenhof oder diese Innenhöfe verlieren würden, weil sie werden von vielen Schülerinnen und Schülern doch als Bewegungsraum genutzt, zum Beispiel zum Tischtennis spielen. Hier gibt es ein Schachfeld und anderes. Also es ist ein Teil des Aufenthaltsbereichs unserer Schüler, der wichtig ist und der auch von älteren Schülern genutzt wird. Also wenn die Mensa tatsächlich im Zentrum dieser Schule wäre, dann würde das ungefähr ab 12 Uhr bis 14 Uhr bedeuten, dass geregelter Unterricht hier kaum mehr möglich ist. Hier wären 500 Schüler zum Essen. Das sind doppelt so viele wie momentan in der Mensa essen. Das sind genauso viele Schüler, wie das PGH überhaupt Schüler hat. Das heißt, es wäre praktisch eine Verdoppelung der Schülerzahl. Es ist einfach unrealistisch anzunehmen, dass hunderte von Schülern hier schweigend in die Schule laufen, schweigend ihr Essen zu sich nehmen und schweigend die Schule wieder zu verlassen. Das ist bei allem guten Willen der Kollegen von der Kirschtalschule fast nicht realistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Es geht auch um so banale Dinge wie Toilettenanlagen. Die Toiletten sind natürlich nicht für 500 Schüler ausgelegt, die hier in der Mensa nachmittags essen. Es geht um die Müllentsorgung. Ja? Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht berücksichtigt werden bei dieser Lösung. Das Besondere des PGH ist, wenn die Besucher im Eingangsbereich die Tür aufmachen und dann durch unsere wunderschönen Innenhöfe wandern. Also das könnte ich mir eigentlich überhaupt nicht richtig vorstellen, dass wir statt unserer schönen, lauschigen Innenhöfe jetzt plötzlich eine Großmensa hätten, mit allem, was damit zusammenhängt, von den Düften bis zum Lärm, die Schülermassen. Unsere Schülerzahl würde ja nahezu auf das Doppelte anwachsen in diesem Betriebsfenster der Mensa. Allein schon das, was an Konfliktpotenzial da ist, an Aufsichtsproblematik. Ich denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir das im Moment schultern können, ganz abgesehen davon, dass das nicht mehr das PGH wäre, das wir kennen. Und das fände ich natürlich am meisten schade. Thank you.